Hallo und herzlich willkommen beim Stream von Destiny. Herzlich willkommen zurück beim Stream von Assassin's Creed Unity. Ups, ich Idiot, ey. Ich war ihn gerade abgelenkt. Da hat seltsamerweise was gestanden, was eigentlich nicht stimmen kann. Muss ich mal demnächst überprüfen oder meinen Computer nochmal neu starten. Aber gut, erstmal geht's weiter. Ich habe mir mal ein paar neue Klamotten gekauft. Hier. Kann ich mal zeigen, dies hier statt dies hier. Hat bloß den Unterschied wegen Verkleidungsradius, aber da ich sowieso nicht Verkleiden nutze. Verkleidungsdauer und Verkleidenradius, das interessiert mich ehrlich gesagt einen feuchten Scheißdreck. Deswegen habe ich gedacht, kann ich eben das hier nehmen, ne? So, bei Unity habe ich jetzt einen neuen Anzug angezogen. Ganz nagelneu. Jetzt habe ich noch mehr Gesundheit, obwohl ich nie mehr Gesundheit haben wollte. So, mal gucken. Hier ist eine Missy. Die wollte ich jetzt mal annehmen und platt machen. Siehst du den Kerl da drüben? Jacques Necker? Ja, genau, Necker. Der Mann, den wir zum Schatzmeister machen wollten. Sieh ihn dir an, den alten Knacker. Kommt nicht mal an der Grenzwache vorbei. Ob der wohl was Brauchbares im Gepäck hat, hm? Ich wette, ein Mann wie er hat gewiss geheime Dokumente in den Taschen. Oh. Was zum Teufel? Meine Papiere sind in Ordnung. Wir werden sehen. Sind sie das? Obwohl ich schweige. Hat er sich in die Luft aufgelöst? Du gehst nirgendwo hin. Los! Sonst hinter ihn zu kommen. Greif, komm mal gleich an! Bring ihn zur Strecke! Lass mich! Konzentration! Jetzt fährst du zur Hölle! Bald wirst du zum Leutnant! Lass uns doch nicht! Lass mich die Wahl! Gemäßigter, stirb! Auf die schwache Seite! Auf ihn! Verwundet den Kerl! Gib mal euer Zeug. Und lasst euch ordentlich abmurksen. Was spielst du denn gerade? Oh, Scheiße. Willkommen beim Stream. Oh, Scheiße. Dann mach ich mal Apfelpunkt.
auf, Junge. Wenn sich die Revolution selbst in Stücke reißt, wird dieser kleine Fund helfen, einen neuen König einzusetzen. Einen erhabenen, einen starken Mann. Zieht auf die Beine! Halt! Er wird nicht sterben! Dann stirb. Scheiße, ich muss hochklettern, ey. Ach, Mark. Abmürksen leicht gemacht, jetzt im Kino. Ich weiß nicht, ob wir noch mal einen König. Luchter Gebet! Das haltet ihm den Weg ab! Wir müssen bezahlen! Schon sind sie mausetot. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Verdammt, wie komme ich jetzt da hoch? Wie man sich so einen Scheiß reinziehen kann überhaupt. Necker kennt sich aus. Wenn das Volk zur Vernunft kommt, wird er es anleiten. Necker kann uns wieder auf. Ist das so eine Neumode? Ich lass dich fallen, du Idiot, ey. Also. Glücklicher Bastard! Mach den Bastard! Danke, Frau. Willkommen beim Stream. Du mich auch, Mystik. Was ich bei Assassin's Creed Unity vermisse, sind die Wurfmesser, ne? Monsieur, bonjour à vous. Ja. Ja, natürlich, das ist es eben, ne? Na gut, die Wurfmesser waren die lautlosen Waffen. Dafür haben wir eben jetzt die diese Phantomklinge. Das ist ja der Unterschied. So ähnlich wie Wurfmesser, aber eben naja, bisschen anders. Und das Blasrohr aus Black Flag haben sie zum Beispiel
haben sie jetzt geändert. Gut, wir haben keine Schlafpfeile mehr oder Schlafbomben oder so. Finde ich irgendwie auch ein bisschen schade. Hätten sie auch reinmachen können, diese Schlafpfeile da von Black Flag in als Schlafbomben. So, ne? Das wäre auch ganz lustig gewesen. Davor. Zu langsam. Du kommst nach oben. Ganz nach oben. Oben auf den Spieß, um genau zu sein. Sie können nicht vor Jahre 1100 gehen. Verdammt feucht hier unten. Kriegen unseren Lohn, vor dem Jahre 1100 ist und wir einen richtigen König haben. Die nicht gehen. Könnte schon was kommen, aber die dürfen nicht vor 1100 gehen, aus einem Grund. Davor gab es keine Assassinenbruderschaft. Wenn ich genau drüber nachdenke, zur Altairszeit, wo die Bruderschaft erst erbaut. Ja, irgendwann. Ja, also als nächstes würde ich sagen, verbindet es wahrscheinlich mit dem Zweiten Weltkrieg. Würde ich sagen. Oder mit dem Ersten Weltkrieg. Wann hat der Erste Weltkrieg nochmal angefangen? 1800 irgendwas, glaube ich, ne? Ja, so gesehen schon, aber nicht ganz. Weil es ja in Wirklichkeit nur so, ne? Ja, vielleicht machen sie es ja, mal sehen. Keine Ahnung. Würde man ja sonst sehen, so, ne? Ja, also die können jetzt theoretisch noch den Ersten Weltkrieg reinbringen, den Zweiten Weltkrieg reinbringen. Ja, das ist eigentlich alles, was mir jetzt einfällt. Oder? Fällt euch noch was ein? Ja, wir treffen Adolf Hitler. Ja, Adolf Hitler ist mein Freund. Oh, ist das schön. Ja, was wir denn machen? Ach, wir alle ausrotten. Ja, könnte sein. Genau. Adolf Hitler ist ein Templer. Genau. Geiler Shit, ey. Oh, so können die sein. Oder er war kurzzeitig Assassin und will sich an der Assassinenbruderschaft rächen und deswegen macht er bla bla bla. Klausei für diesen Scheiß, ne? Also wirklich, das ist unerhört. Ich will nur in mein Heimatland reisen. Wollt ihr das? Hier. Ich bin kürzlich zu einem kleinen Vermögen gekommen. Nehmt das und kauft euch ein Fass rum. Und lass diesen verehrten Gentleman durch. Er hat genug gelitten. Junger Mann, das ist sehr, sehr großherzig. Das ist es. Ja, es kann so viel noch kommen, aber mal gucken, vielleicht was soll er sich als nächstes einfallen lassen. Bei nächstes Jahr kommt ja wieder ein Assassin's Creed Teil. Ich hoffe, die lassen das mit dem Koop-Teil so drin, ey. Oder noch besser, man kann die richtige Story so im Koop spielen, so zu zweit mindestens, ne? Komm her, ich zerquetsch dich, wie es sich für eine Made gehört. Es kommt jedes Jahr eins. Naja, AC läuft jetzt schon gut. Ich hab mal gehört, wie gut es läuft. Es läuft sehr gut. Ausgeraubt, sag. Das ist Irrsinn. Ja, genau. Und zurzeit ist noch Gewinn bringen. Der Schneider weigert sich, den Mantel zu liefern, den ich für Louis-Antoine de Saint-Just bestellte. Es muss sich um ein Missverständnis handeln. Ich werde mit ihm sprechen. Entweder holt sein Kopf oder meiner.
Naja, es werden höchstens noch... Also ganz ehrlich, wenn du genau drüber nachdenkst, können nur noch zwei Teile rauskommen. Etwa zwei, drei Teile. Der Mann da draußen sagt, ihr schuldet ihm bei unserer Geschichte ist bald sonst im Real Mantel, Life. Bis ich Antworten habe. Antworten worauf? Das Material. Irgendetwas stimmt nicht damit. Ich wollte den Gerber fragen, aber die Männer vor der Gerberei haben mich weg. Mal sehen, was ich tun kann. Was wir zum Beispiel endlich mal beenden müssen, wie, die... Naja, das können sie nicht machen. Lutz, die müssen irgendwann auch mal die Templar-Story vollständig, beziehungsweise die Assassinen-Story vollständig beenden. Weil es geht die ganze Zeit nur Assassinen weiter. Wir sind ein neuer Rekrut in diesem Teil zum Beispiel. Novize, soweit ich mich erinnern kann. So, jetzt haben wir es geschafft und was nun? Wir wissen noch nicht mehr, wie wir heißen bei diesem Teil. Und wenn sie jetzt auf einmal nächstes Jahr schon wieder einen neuen Novizen machen, dann ist bald totaler Schwachsinn, weil ich würde jetzt gerne wissen, was mit dem Novizen weiter passiert und so weiter und so fort, weil es ist ja noch nicht alles passiert, ne? Ja, das stimmt. Aber die machen eine komplette neue Kampagne sogar rein. Ja, außerhalb des Animus muss ja auch irgendwie weiterlaufen, ne? Weil irgendwann müssen ja auch mal die Templer besiegt sein, weil es kann ja nicht ewig im Animus weitergehen. Anhalten! Auf ein Wort! Zu verdammt langsam! Zeig dich, du Bastard! Ha, da! Hey! Mann! Warte einen Moment! Das ist gar nicht gut! Schüttel's mich nicht ab! Was für ein... Halt! Bleib da stehen! Das ist... Mist! Runter, du Idiot! Lass da rein, du Vollpfosten! Meine Fresse! Jo! Ja, könnte vielleicht noch kommen, aber mehr auch nicht. Was geht hier los? Wir sind wohl aus zum Basis. Geh denn zu. Genau, aus der Kunst war ein Assassine. Ja, guter Witz. Die arbeiten zwar zusammen, aber egal. Mach den Bastard müde! Ich liebe eine schöne Jagd! Durchbohrt ihn von der Seite langsam! Einfach stehen und starten! Da wirst du bereuen! Scheiße mit Reis. Haben sie ja schon. Die neue Story spielt darin, soweit ich weiß. Ja. Wer schert sich um die Bürger? Riecht das widerlich. Ja, im Season Pass kriegst du alle DLCs eben. Habe ich mir geholt, den Season Pass. Gar nichts, ich habe nur eine neue Waffe dazu gekriegt, soweit ich weiß. Bitte, helft mir! Was ist hier passiert? Sir Just, wollte Leder. Aber nicht vom Rind. Ihr stellt Leder aus Menschenhaut her? Mein Gott, ich wurde gezwungen. Sir Just wird dafür bezahlen. Klamotten aus Menschenleder? Was ist das denn für eine Psycho-Scheiße? Nee, ich spiele mal auch Assassin's Creed Unity. Ah, bloß. Ja, natürlich, natürlich. Ich hab die von Ezio an. Ich hab Bock drauf.
auch Bürger. Ja? Kann ich gleich mal anziehen, warte, ich zeig's dir. Ja. Warte. Ah. Ja, geht auf den Boden wieder. Auch der Jörg. Ja. Ich hab nur den Speer jetzt die ganze Zeit drin, weil ich die Erfahrungspunkte für Initiats haben will. Sonst hätte ich das gar nicht dabei. Jetzt würde ich weiter mein Schwert benutzen. Nochmal, du machst die Story und anderen Scheiß. Hey, Story kriegst du 5000 Erfahrungspunkte, wenn du volle Synchronisation hast und Story durch hast. Dieses Leder wird aus Menschenhaut gefertigt. Ja, allerdings. Darum bezahlt Saint-Just ja so gut. Ihr zahlt beide. Mit eurem Leben. Ihr würdet auch einen hübschen Mantel abgeben. Schnappt ihn! Du mich auch. Das ist dein Mann, der Tod. Ja, und ist mir egal. Ach halt, genau, ich ziehe jetzt erstmal eine andere Rüstung an. So, jetzt kann ich meine andere Rüstung zeigen. Ausstattung. Es fehlt mir nur eine Montur und die kriege ich erst, wenn ich die App soweit habe. Dauert also noch. Das ist die Montur. Ist mir trotzdem noch passiert, auch nach dem Patch. Ja. Recht. Was meint ihr? Das Leder für Saint-Justs Mantel bestand aus menschlicher Haut. Mein Gott! Ich sorge dafür, dass dieses Leder als Beweis genutzt wird, um Saint-Just zu Fall zu bringen. Viel Glück. Voll der Psycho-Shit, ey. Der ekelhaft. Na gut, egal. Der ekelhafte Shit ist jetzt zu Ende. Deswegen heißt das, ich gehe mal weiter. Wo gibt's... Wie? Ich hab schon alle... Gibt's keine Quest mehr hier? Scheiße. Es sind doch noch drei übrig. Mist. Gut, dann machen wir jetzt nicht die hier, glaube ich. Oder? Haben wir hier noch eine? Nö, 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 nö. Da haben wir nur eine, mache ich die zuerst und dann mache ich das nächste Gebiet, ey. Ach krass, ich habe glaube ich schon alle Gebiete, glaube ich, abgegrast. Ey, ich glaube, hier gibt's keine Missionen mehr. Oh mein Gott, es gibt wirklich keine Mission mehr, außer hier eine. Und dort noch einen davon. Das ist alles. Super. Scheiße. Was sind die restlichen Missionen denn? Verstehe ich nicht. Muss ich mal schauen. Ja, ich habe bald nichts mehr zu tun. Bald kann ich noch Koop spielen. Das bringt mir noch als einziges was. Hä? Muss ich gleich mal nachsehen. Irgendwas mit 90 war's. Doch, natürlich. Man kann sie immer und immer wiederholen, natürlich. Aber, ich werde sie nicht wiederholen. Wozu? Sie sind stinklangweilig. Manchmal sind sie ein bisschen psychopathisch, aber... Meistens sehr stinklangweilig. Okay, einer hat mich ziemlich angekotzt, eine Mission. Da waren 20 Leute in meinem Missionsziel und ich musste 4 davon sabotieren. Gute Nacht.
geht's mal weiter. Und hoppala. Egal, jetzt habe ich meine neue Montur an, sieht man wieder anders aus. Weil ich mag die Montur nicht so unbedingt. Sieht zwar ein bisschen stylisch aus, ähnlich wie Ezios Montur, aber... Da fehlen die Wurfmesser. Da fehlen die Wurfmesser und das fette Assassinen-Symbol auf dem Bauch unten. Da fehlt richtig so das Assassinen-Symbol. Das finde ich scheiße daran. Die ich gerade trage. In Paris. Keine Ahnung, wie die heißt. Dass er noch lebt. Kriegst du nur, wenn du die ganzen Rätsel löst. Einige Menschen glauben einfach alles, oder? Ihr solltet nicht alles glauben, was ihr lest. Schwarz? Soweit ich weiß, dunkelblau, aber okay. Wenn wir nur, dass die es schwarz Templer ist. Halten den Prinzen als Tauschmittel, haben aber das Interesse verloren. Nicht gut für den Prinzen. Ich hab grad gesagt, wenn du alle Rätsel löst, die ne? Die Templer töten ihn, wenn wir ihn nicht mit einem Boot aus Paris schaffen. So gut wie erledigt. Hallo! Ja. Doch, das ist dunkelblau eher, ne? Doch, dunkelblau. Schwarz oder doch schwarz? Egal. Bürger! Oh, Halt's Maul, du Penner! Ich schieß jetzt den Kopf weg und lass mich in Ruhe, ey. Scheiße. Natürlich. Ich habe jede Montur, außer Altair. Das ist die einzige Montur, die mir fehlt. Bitte, mein Onkel ist der Graf von Provence, er hat Geld. Genau hier. Na, was, Jo? Nein, ich bin so weit gekommen mit den Monturen auch, weil ich alle Assassin's Creed-Teile gespielt habe. Nein, bleib da stehen! Ich bin Level 16 bei einer Initiation. Leute sich mit einem Amman gestellt haben! Durchbohrt ihn von der Seite! Flinker Mistkerl! Nach dem Wasser! Guter Versuch! Oh, ich vergiss ein paar Leute. Oh, ich hab sogar einen Champion erreicht. Juhu! Ja, es geht ja nicht nur um alles auf Gold haben, los, ne? Schießt auf ihn, na los! Warte einen Moment! Das wirst du bereuen! Alter, wie viel zieht der ab, der Sack? Der hat mich mit einem Schuss gekillt. Ich hatte... Alter, der hat mich... Boah, krank. Das war jetzt echt Psycho. Ja. Ich habe sogar mehr Gesundheit jetzt. Ist doch eine Unverschämtheit. Ich bin einfach so gestorben. Was ist denn das für eine Ungerechtigkeit hier? Dafür werde ich sie alle umbringen. Und das nicht nur einmal. Doppelt. Zehnfach. 15.000-fach. Halten den Prinzen als Tauschmittel, haben aber das Interesse verloren. Nicht gut für den Prinzen. Die Assassinen wollen wissen, was er weiß. Doch die Templer töten ihn, wenn wir ihn nicht mit einem Boot aus Paris schaffen. So gut wie erledigt.
Hey, Arno. Oh nee, den ganzen Scheiß noch einmal. Ach, fick dich doch. So, ist hochklettern, schon mal kapiert? Das war's für den kleinen Prinzen. Eine Schande, er ist noch ein Kind. Bist du jetzt ein Royalist? Fucker! Reiß dir das Herz raus! Mach schon! Ich sehe dich! Schön, dass du siehst. Die Freiheit hat keine Verwendung. Hey, ich treffe den und stirbt nicht. Treffen. Töten. Alle sind los. Kommt mal hoch. Könnt gerne nach oben kommen. Dann seid ihr alle tot. Oder Toast. Eins von beiden. Schade, hier gibt's keine Brandbomben. Hätte ich sie getoastet. Extra krass, verdammt, so stark. Vermutlich Hundescheiße. Ist ja eine Gerberei. Die benutzen Hundescheiße? Prinz Louis Char. Ich wusste nicht, dass euer Leder zu gut ist. Endlich! Mein Onkel schickt euch. Ich diene einem anderen Meister. Zu einer Tasse Tee ein Diener einladen, ist ein Diener. Bevor er zu Leder wird. Nun, worauf wartet ihr? Rettet mich! Eigentlich würde ich ihn jetzt schon dafür für diese Sprüche umbringen. Statt ihn retten. Ich gehe nicht weiter, wenn diese Rüpel da unten sind. So, da drüben ist einer. Er schmustet mit einer Pistole in die Fresse. Warum schießt er nicht? Der hat da Munition drin, oder nicht? Meine Fresse. Ich hab nur einmal gedrückt und der schießt dreimal. Lustig. Oh mein Gott! Verdammt nochmal! Er hat sich eilig verzogen. Wirklich seltsam. Aha! Du gehörst keine Situation. Oder ich senk dir beide Beine ab! Ja, das stimmt. Da ist noch ein Sniper. Der ist auf dem Dach. Ja, dann schmusen wir mal mit dem Sniper. Sniper, ich erscheine. Hey, Alter. Geht's gut? Ich opfere dich, Made. Ja. Ah, nicht. Da habe ich noch zwei übrig. Da lang? Oder? Ich werde auf deine Leiche pissen! Bastard! Obacht, das ist ein Einsatz, Alter! Sie wollen doch Bier! Nee, ich gehöre niemanden. Wenn jetzt der Perl nicht gleich runterkommt, erschieße ich ihn. Und das mache ich wirklich. Kommt jetzt, na los! Ihr habt mir nichts zu befehlen.
Na? Es sind noch mehr Schläger da unten. Wo denn? Würdet ihr euch beeilen, wären wir bereits draußen. Schaltet die Männer bei der Welche Männer denn, du Idiot? Eure Majestät. Hä? Fick dich ins Knie, du Arsch! Aber ich werde seekrank. Natürlich. Verwöhntes Gör. Alter, ganz ehrlich, der hört sich sogar voll schwul an. Der spricht wie eine Spuchtel. Ich glaube, sein Vater wird auf ihn stolz sein. Ich bin total schwul, Paps. Könnt ihr nicht aufpassen, wohin ihr geht? Wartet einfach hier. Ja, kannst du machen. Oder du stirbst einfach. Ich hab dich tot. Mann, der verreckt ja wie die Fliegen. Sie warten am Ufer auf uns. Ich hoffe, sie haben Süßes. Wehe, du bist den Aufwand nicht wert. Zu lang. Se passe clairement quelque chose. Contrôle donc ton humeur. Doucement, Yann. Ihr seid am Ende. Aber der Typ ist es wirklich wert. Sei gegrüßt, Arno. Doch es gab eine Verwechslung. Das ist nicht der Prinz. Das soll wohl ein Scherz sein. Wartet, ich war der Knecht des Prinzen. Wir wuchsen zusammen auf. Was du weißt, ist dennoch wichtig für uns. Du bist bei uns sicher. Wenigstens etwas. Na super, der Knecht des Prinzen gerettet. Willkommen beim Stream. Ich hätte ihn erschießen sollen, als ich die Chance dazu hatte. Halt, die habe ich ja noch. Mist, keine Munition mehr. Na egal, nehme ich den da. Ich schieß durch den durch? Was ist das für eine Verarsche? Na egal. Hier habe ich alles fertig. Als nächstes dieses Gebiet. Gibt es einen Portpunkt erst da unten? Hm. Zwei Assassinen-Dinger und zwei Mordfälle. Ach, mach ich zuerst. Das ist Assassinen-Scheiß. Ich werde erstmal einen Mordfall aufklären und Leute umbringen. Das wird Spaß machen. Lieber Lutz? Gib's mir auch recht, das wird Spaß machen. Was spielst du gerade, Lutz? Oder spielst du überhaupt was? Ach so, na dann. Na, wenn ich mit den ganzen Missionen fertig bin, dann werde ich zum Beispiel was anderes machen. Co-op, Co-op, Co-op. Nur noch Co-op, Co-op, Co-op. Oh geil, ich hab Champion erreicht. Geiler Shit. Ja, genau, was ich noch nachhaken kann, ist Initiat. Wie viele Idioten muss ich noch umbringen mit diesen Scheißwaffen? So, lad schneller. Assassinstil, Auszeichnungen. Kämpfen. Stangenwaffen. Oh, noch 93 Gegner umnieten. Perfekt. Dann kann ich mit diesem Scheiß aufhören.
kann man so lassen. Angriffsleiste anzeigen. Ja, über das kann ich schauen. Registerkarte schließen. Registerkarte schließen. Registerkarte schließen und Registerkarte schließen. Brauche nur eine von Initials. So. Auch nicht so viele. Am Anfang hatte ich mehr auf. So, jetzt mal ein bisschen Giftgas hier kaufen. Ach, da fällt mir ein, ich sollte nach der nächsten Mission... Ach, scheiße, ey. Ich glaube, ich gehe nach... Ich gehe jetzt sofort gleich mal dahin. Munition. Medizin. Dietriche brauche ich in letzter Zeit gar nicht mehr. Ich glaube, die Dietriche, ich glaube, ich werde gleich mal mein Ding ändern wieder. Mein Gürtel werde ich jetzt in Legendär wieder ändern. Brauche ich nicht mehr diesen Gürtel. Weil ich brauche die ganze Zeit keine Dietriche mehr. Seitdem ich kein... Ja, ich brauche die ganze Zeit keine Dietriche mehr. Deswegen werde ich jetzt meinen Teil wieder ändern. Mal gucken, was hat der denn so Schönes. Medizin mehr, zusätzliche Rauchbomben, Gesundheit und Munition. Medizin, zusätzliche Rauchbomben, Kirschbomben, Gesundheit, Munition. Der hat 6, 9, 8, 9. Ja, nehme ich. Oder ist der hier besser? Rauchbomben 8, 8, auch nicht schlecht. 6, Gesundheit scheiße. Okay. Dann nehme ich den hier. Napoleonischer Idiotengürtel. Ach, ist ja nicht viel. So. Der Skorpion ist weg. Er ist weg, er ist weg. So, jetzt mach ich die Mission. Ja, es waren nur die Teile, die ich nicht auf Legendär hatte, weil ich die Dietriche als einziges mit dem gekriegt habe. Und da ich die Dietriche nicht mehr brauche, habe ich mein Gürtel eben geändert, ne? Bürger, ich könnte eure Hilfe brauchen. Bürger! Ach, die Alte schon wieder. Ja, Alte, ich helfe dir. Wie kann ich helfen, Tiroan? Mit den Gewehren, die wir jetzt haben, wird Paris seine Ketten nie abwerfen. Unsere Feinde sind viel besser ausgerüstet. Und woher kommen diese Waffen? Die hiesigen Kriminellen haben einen neuen Waffenschmied. Und sehr reiche Gönner. Das klingt verdächtig. Tötet den Waffenschmied und beschafft uns seine Baupläne zur eigenen Nutzung. Okay, Alter, kein Problem. Dann gehen wir mal Leute abmorzen. Willkommen beim Stream. Du siehst aus wie ein Royalist. Mit deinen teuren Kleidern und Decken. Böser Junge, du tötest niemand anderen. Ich habe eine Mission für euch. Du kleine Ratte! Ich prügel dir das Rückgrat! Bleib sofort stehen, Mann! Auftraggeber sehen Verzögerung nicht gern. Wir wissen eure Geduld und die eures Auftraggebers zu schätzen. Ich verliere die Geduld. Ich bin nicht in dieses Dreckloch gekommen, um auf Nachricht zu warten. Wir tun unser Bestes. Aber Merikurs Leute, was ist das? Du willst schießen? Okay, dann schießen wir. Ist er weg? In Ordnung. Ich auch.
Die Baupläne sind nicht hier. Vielleicht in ihrer Waffenkammer. Ah, toll, war ja irgendwie klar. Da ist schon wieder am Arsch der Welt hinlaufen, ey. Natürlich ist noch niemand da. Na, wie lange noch, ist die Frage. Hat Merikur wieder unsere Wagen ausgeraubt? Ja. Sobald die neuen Gewehre bereit sind, haben wir das letzte Mal von Merikur gehört. Fünf würden schon reichen. Aber je mehr es sehen, desto besser. Du solltest sie umbringen, du Idiot, und nicht da drauf klettern, du Arschkriecher! Drück ich etwa A? Nein, ich drück nicht A! Ich drück nur RT, du Schwanzlutscher! Kann ich mir nicht vorstellen, das werden die nicht mehr bringen, ey. Ja, aber bisher haben sie meine Story gewusst und außerdem die nehmen ja auch die historischen Ereignisse, die passiert sind, und das sind die Sache, die sie eben meistens nutzen. Die können höchstens, ich glaube, noch dreimal was machen. Heidi Ferret. Du entkommst mir nicht, du Mistkerl! Lass dich doch nicht in die Luft lassen. Nein, kann ich kommen, Lutz. Du musst nicht genau nachdenken, was im ersten Teil passiert ist. Nämlich der Meister von Altair hat gerade den ersten Assassinenorden gegründet, weil er die Macht alleine haben wollte. Vergiss das nicht. Das vergisst du nämlich gerade. Kann also nicht vor Jahre 1100 sein.
Sehr gut, Bürger. Muss man sogar. Mit besseren Gewehren vernichten wir die Feinde von Paris. Gern geschehen. Fünfzigtausend! Ach du Scheiße, was? Arnaud! Komm am Stream hier zugekommen sind. Idee. Ich möchte eine Armee aufstellen. Eine Armee von Frauen. Die Frauen traf es am schlimmsten und sie sind es, die die Sache wieder richten können. Nun, wenn ich Frauen sage, meine ich Frauen von der Straße. Ihr wisst schon, Prostituierte, Obdachlose. Geht für mich zu den Bordellen und verteilt dort diese Handzettel. Sie werden in Scharen kommen. Was ist das denn schon wieder? Oh, Scheiße, am Arsch der Welt schon wieder. Da führt kein Weg schnell hin. Na toll. Na gut, egal, dann mal los. Wir hätten den Clan die Musketiere nennen sollen. Ach nee, das ist ja unfair. Das ist ja unfair, wie wir dagegen kämpfen wollen. Kannst du ihn noch umbringen, verdammt? Meine Güte. Geht eigentlich immer noch, aber bloß diese verwackten Seite. Nur ein paar Leute umbringen, der geht mir voll auf den Sack. Das fliegt uns zu. Das ist gar nicht gut. Wir gehen auf den Schießen, dann schießen wir zurück. Ganz freundlich und unverbindlich. Ey, ich hab zuerst geschossen. Kopfschuss, gut getan. Du sollst da hingehen, du Idiot, und nicht hochklettern irgendwo. Meine Fresse, ey. Der ist echt schwer vom Begriff, der Typ. Ja, keine Ahnung warum. Ach Mist, muss noch mit der sprechen. Ey, wieso geht's wieder ganz runter, du Idiot? Ich bring ihn bald um, ey, ganz ehrlich. Eine Armee aus Frauen? Höchste Zeit. Bin dabei. Sagt ihr, ich werde kommen. Wenn ich so aus diesem Höllenloch rauskomme, ja. Pisspot. Sagt ja bestimmt noch was, oder? Pisspot. Ich hab die Füße nicht gehört. Ich hab die Füße nicht gehört.
Bitte schön, an das Berserker. Nächsten Berserker. Viel Spaß mit dem Rumkloppen. So, ein paar Berserker aufhetzen und Leute umnieten lassen. Perfekte Ablenkung. Ach man. Hätte ich früher machen sollen. Räuwesen mal Zeit nicht mehr verschwenden. Schade, dass man sich hier nicht hinsetzen könnte. Dann würde ich mir jetzt hier direkt an direkt da hinsetzen und zugucken. Noch ein Berserker mehr. Schießen die sich jetzt gegenseitig ab? Oh mein Gott, das sind ja Idioten. Okay. Hallo Alter, wie geht's? Ich stehe zur Verfügung. Sagen, verliert ihn nicht. Wenn er als Leiche da unten rumliegt. Dumme Idee. Jetzt kümmere ich mich um die letzten Berserker. Revolutionstag gehabt? Oh Gott, die Reinigungsverein. Ein wahres Wort, Schwester. Esther, bitte. Für Merikur. Also gut. Bekommen wir Uniform? Bekommen wir Uniform. Oh mein Gott, die haben doch eigentlich meine Tassen im Böse. Ein Auge. Wird mehr Spaß machen als das hier. Ihr schlaft nicht mehr, Royalist. Gut. So, jetzt noch die letzten Nutten holen und dann sind wir durch. Sofort stehen bleiben! Wow. Auch bemerkt? Deswegen zieht's wohl keiner an. Ich hab's noch nicht mal angezogen, als ich sie gleich zu Anfang gekriegt habe. Da nicht Arnos. Bellex. Die sieht noch ganz okay aus.
Ich muss mal kurz zu dem hin. Ich brauche mal ein paar Sachen, sonst überlebe ich den Angriff gleich nicht. Das wäre eine dumme Idee. Lauf weiter, du Idiot. Wozu drücke ich A, du Vollposten? Na, wenn das nicht mein alter Freund ist. So. Türspommen habe ich jetzt 13 sogar dabei. Bringt mir auch nicht sehr viel. Medizin 14. Kostet mich 35.000, ey. Halt mal, 35.000, um Medizin aufzuladen? Alter, fuck you, bitch. Also 35.000, das sind 12 Dinger gewesen. Ne, 14 Dinger gewesen. Ups. Scheiße, dann verstehe ich. So, nachladen. Auf den sollte ich achten. Nachladen. Wofür ist das denn, Bürger? Gut. Alles nachgeladen. Jetzt habe ich fast kein Geld mehr, weil mein ganzes Geld flöten gegangen ist. Ich habe noch 2.800. So, jetzt kann ich alle abschlachten gehen. Ah! Ist mehr wert als das! Braune Armee? Verrückt! Ich bin dabei! Ist eine andere Art von Stadtarmee. Frauenarmee? Wo unterschreibe ich? Diese Teruan. So was kriegt ihr zu Hause nicht. Schießen statt Beine breit. Schießen statt Beine breit. Ey, wenn die wirklich so früher geredet haben, dann war gute Nacht. So, jetzt fehlt mir nur noch die Mordfälle in dem Gebiet und dann habe ich alle Dinger davon wieder fertig. Da muss ich noch dort einen Mordfall und dort ein Assassinen-Symbol. Cool, das gefällt mir. Was? Ja, das ist schon krass, ne? Hurensohn, Alter, schon so heftig. Also ganz ehrlich, Unity ist eines der besten Spiele, was sie bisher rausgebracht haben, muss ich echt sagen. Also die Story ist zwar nur mittelmäßig, aber die Spielmechanik ist einfach super eigentlich. Außerdem die ganzen nervigen Bugs. Das ist das Schlimmste. Ja, zum Schluss, aber naja. Er hat nicht gespoilert. Er hat nur gesagt, er fand sie am Ende gut. Ist ein Unterschied. Hey du, bleib einen Moment stehen. Einen Moment, Bürger. Naja. Wollte eigentlich wirklich. Ich habe einfach nur gedacht, Mann, na endlich ist. Naja. Warum so eilig? Was Bestimmtes passiert, sag ich nur. Ich bin herzlos. Ich bin ein herzloses Arschloch. Bleib ein herzloses Arschloch. Bin stolz drauf. Nee, Spaß. Du hältst uns nicht durch. Da erst. Sequenz 7 ist das.
Ja, ich glaube schon. Ah, egal, ich lese die ganzen. Ich lese die ganzen Dinger später. Da mache ich einmal Urlaub, nur um dann eine kopflose Leiche in meiner Gerberei zu finden. Das Ding lag sicher ein paar Tage dort. Seine Brustwunde kann nur von einer maßgefertigten Klinge stammen. Ich hörte Gerüchte, dass einige Banden gern solche Kennzeichen hinterlassen. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Halt, da hinten ist ja noch einer. Naja, nicht unbedingt, ne? Tu penses me faire peur avec ces deux autres avins? Tu me connais mal, mon frère. Ja, ich fand's auch schade, beim Black Flag gab's wesentlich noch einen richtigen Geheimgang. Vor ein paar Tagen hörte ich komische Geräusche vor meinem Fenster, spät in der Nacht. Ich blickte hinaus und sah jemanden in die Gerberei gehen und etwas Großes dort hineintragen. Ich dachte, es wäre Bürger Gilbert, der wie so oft noch spät arbeitet. Ich wusste nicht, dass er Urlaub macht und jemand eingebrochen sein musste. Sonst hätte ich es gemeldet. Ja, schon ein bisschen Psycho. Halt, da ist der Beweis. Ja. Ja, ist doch sein Problem. Wenn er seine Wachen nicht richtig ausbilden kann, soll er es lassen. Ja, ganz ehrlich, wir hätten unseren Clan die drei in die Musketiere nennen sollen, ey. Das wäre lustig gewesen. Ja, was denn? Wenn wir schon mit dem Schwert rumlaufen, ey, das wäre schon lustiger gewesen, ne? Ja, ja, deswegen dachte ich auch daran. Er gehört natürlich dem Wärter Leroux. Bitte gebt ihn zurück. Er wird schon danach suchen. Ihr findet ihn auf Arbeit im Gefängnis La Salpêtrière oder bei seiner Frau Madame Camille. Ich schreibe euch die Adresse auf. Ja, ich glaube, gab es die eigentlich wirklich? Weiß ich schon gar nicht mehr. Gab es die wirklich damals? Die Musketiere? Wenn die Klinge eine Wunde schlägt, ist sie von mir. Ich fertige sie nach Maß. Ich habe Musketiere so gesehen, nur ein fiktives Werk, dass sie so waren und so weiter. Das X markiert die Stelle oder so etwas. Ein vermummter Mann, so wie ihr, kaufte vor ein paar Tagen eine solche Klinge. Ich weiß nicht. Ich bin nicht verantwortlich. Ich meine jetzt irgendwie die Geschichte war wie drei Musketiere. Das meine ich nur. Dort verbringen die Marcheurs Mort viel Zeit. Ich gebe euch die Adresse. Das wird lustig, so ein großes Gebiet zum Aufsuchen. Eigentlich wollte ich ein Doppelte machen, egal. Das bin ich auf den Sack. Sechs Hinweise, drei Hinweise auf oben, vier Hinweise da oben, fünf Hinweise da oben. Wozu halte ich wohl RT nicht mehr gedrückt? Natürlich, damit du dich nicht schwingst, du Arschkriecher! Na dann. Du wirst sogar seine Verlobte kennenlernen, die Schlampe. Mein Gatte hatte viele Feinde.
Das passiert, wenn man ein Gefängnis leitet. Ich muss zugeben, er wurde schon 2 Nächte vermisst, bevor ich zur Gendarmerie ging. Es ist kein Geheimnis, dass ich nicht treu war. Doch ich würde nie so etwas Furchtbares tun. Wirklich? Ist mir auch egal, Alter. Ich? Nun, ich bin hier, um Madame Camille zu trösten. Mehr nicht. Nur als Freund. Hört ja sehr komisch an. Perversling, du willst nur nageln. Sau. Gib's zu. Schade, dass man keine solche Antworten geben kann. Er hat was Besseres verdient. Er hatte Fehler, doch er war ein guter Mann, auch wenn es seinem Weib egal war. Das sind nur falsche Tränen. Die trieb sich immer mit einem anderen rum. Ach Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Okay, So, noch ein Hinweis. Da ist der Hinweis. Ich wusste, dass etwas faul ist. Aufseher Leroux kam immer spät nach Hause, doch einfach für 2 Tage zu verschwinden, unmöglich. Ich hörte, er habe sich mit dieser Bande Le Marcheur Mort angelegt, doch ich hielt es nur für schändliches Gerede. Par le ciel, que reprochez-vous à ma porte? So, Haus des Wärters. Aussage. Halt mal. Wie heißt die Mission eigentlich? Ich habe schon wieder vergessen eigentlich. Ach ja, der geköpfte Wärter, das war's. So, dann gucken wir weiter. So, wo ist der nächste, wo ich noch nie war? Da. Da war ich auch. Da war ich nicht. Scheiße. Okay, dann mal los. Ach, das ist ja gleich da drüben. Das ist ja perfekt. Da doch, du Sackgesicht, du. Reingehen. Weiße Schenke. 2 Kerle. Wer ist das? Ich rechnete damit, dass jemand kommt und uns Leroux Tod anhängen will. Ja, der Wärter hatte Schulden, doch wir sprachen davon, dass er im Gegenzug ein paar meiner Leute freilässt. Warum sollte ich diesen Tausch ausschlagen? Ich bin kein Narr. War es nicht. Das war, bin ich der Nikolaus. Nichts und sage nichts. Ich serviere nur Le Marcheur Mort ihr Bier und kümmere mich um mein Geschäft. Besprecht das doch oben mit Ihrem Anführer. Okay, dann habe ich das auch alle Hinweise. Dann fehlt noch dort. Na toll, 267 Meter. Danke, Spider. Anhalt. Il se passe quelque chose là-bas. So, ach
Lauf doch schon da hoch, ey. Wozu drück ich RT und A? Blöde Mistkröte. Über Dächer laufen ist manchmal leichter als unten lang, oder Lutz? Taverne. Ja. Da drunter, wozu drücke ich B? Was ist das denn? Ach du Scheiße. Diese Unverfrorenheit. Seht, was sie getan haben. Sie haben Leroux's Kopf aufgespießt, sodass es jeder im Gefängnis sehen kann. Zweifellos eine Botschaft an mich, seinen Nachfolger im Amt. Erst gestern wünschte ich ihm eine gute Nacht. Es gibt Gerüchte über Spielschulden bei dem Marcheur Moore, dieser elenden Bande. Oh. Ich glaube, jetzt habe ich alle... Oh, Scheiße. Okay, Jungs. Ihr kriegt mich. Du entkommst mir nicht, du Mistkerl! Das hast du bereut! Ab, nur zum Leib. So, dann muss ich jetzt meine ganzen Beweise durchgehen. Wer ist der Täter? Scheint das unbedingt der. Okay. Hört sich irgendwie danach an, als ob Hugo das war. Hm. Naja, halt mal. Okay, ich weiß, wer es ist. Er hier. Schrecklich. Diese Unverfrorenheit. Ist ganz klar. Ihr beschuldigt mich? Aber ich leite das Zuchthaus, in das ihr mich werfen wollt. Und den richtigen habe ich. Ich dachte gerade, ich lag doch falsch. Krass. Oh Mann. Jetzt muss ich demnächst auch mal gucken, dass ich Far Cry 4 anfange. Und Lords of the Fallen. Und Sunset Overdrive weitermache. Oh, und The Master Chief Collection. Und The Master Chief Collection. Habe ich hier die ganze Zeit liegen, habe ich installiert, aber ich spiele es die ganze Zeit noch nicht, ey. Verdammte Scheiße, ey. Ich habe so viele Spiele hier liegen, aber ich spiele sie alle nicht. Welch Ironie, hier eingesperrt zu sein. Genießt ihr den Anblick, tut ihr das? Ich war sicher, es war die Frau.
Sie kennt die Stadt ein wenig zu gut, wenn ihr wisst, was ich meine. Trefft eine Wahl. Ah, 2500, nicht übel. Truhe ist voll, Gladius erhalten, scheiße. Dieser Fall war eigentlich ziemlich leicht zu lösen. Gebe ich 3 Sterne. So, mal gucken. Sayonara. Ich gehe hier und von da aus dann dahin. Ich muss mir gleich noch was zu trinken machen. Ich streame heute bis 3 Uhr. Mindestens 3 Uhr. Dann ist Schluss für heute. Er hat doch gerade gesagt, schwörig. Das ist dein Problem. Willkommen beim Stream, die dazugekommen sind. Ja, ich weiß, die Truhe ist voll. Deswegen bin ich auch hier, um das Geld abzuholen. Wie Geld habe ich jetzt? 98.000 in so kurzer Zeit. Meine Fresse, ich kriege ja Geld im Arsch schon gegeben, bis ich wie gar nichts mehr. Krasser Shit, ey. Hey, du. Hey. Was es mir bringt? Meine Medizin, wenn ich es vollständig auffüllen will, kostet mich 35.000. Das bringt's mir. Ja, schon längst. Ich kann keine Waffen mehr kaufen. Nur Rüstungsteile. Die kaufe ich nach und nach. Apropos, ich werde jetzt erstmal meine Rüstung ändern. Ich mag die Rüstung nicht so gern. So. Nee. Ja. Jetzt ja, die Tore. Dieser Mordfall ohne Zwischenhändler. Auch gut. 5 Diamanten hat der. Okay. Na toll, jetzt kann ich erstmal hier warten. Scheiße. Na egal. Ja, gerne auf ein Wort. Ja. Ich schlag dir den Stecker. Warte mal, wie viele sind das? 4 gerade.
Hatte aber heute auch schon 10. Aber bloß ich musste dann aufhören, weil ich noch was klären musste. Das sind die Papiere eines Patienten, den wir gerade entlassen haben. Er sprach immer davon, dass er Fischer sei, also versucht es doch mal unten am Fluss. Vor ein paar Wochen ist uns außerdem ein Patient entlaufen. Ihr könnt euch ihre Zellen ansehen, gleich die Treppe runter. Schnauze. Du warst mich nicht. Was geschehen ist? Ich hatte eine kleine Schnittwunde, doch mein ganzer Arm entzündete sich bei all dem Dreck hier. Ein Chirurg dachte, er hätte das Recht, ihn abzuhacken. Der Schmerz hätte mich fast umgebracht. Oh mein Gott. Wieso wird das Bett nicht angezeigt? Ah, jetzt. Ja, okay. So. Okay. Dann mal weg. Oh, Scheiße. Scheiße. Mist, verdammt. Scheiße. Die Abgleitung nach oben. Willkommen beim Stream. Ja. Also jetzt runterklettern, wozu drück ich B, du Schwanzlutscher? Meine Fresse, ey. Natürlich ist das mein Journal. Es beweist, dass mein Gehilfe hinter meinem Rücken Aufträge annimmt. Er kommt oft zu spät und verschwindet zwischendurch. Mir ist egal, wie gut er mit dem Messer ist. Ich kann keinem Mann trauen, der Patienten stiehlt. Ich entlasse ihn besser. Da oben. Was soll ich sagen? Mein Meister ist ein guter Bader, aber ein schlechter Chirurg. Ich verdiene mit seinen Patienten ein bisschen Geld nebenher. Dazu brauche ich den Arzt nicht. So, was ist denn dort, würde ich sagen? Später durchleben.
Willkommen beim Stream. Komm nur, wenn ich mit dir fertig bin, bist du dümmer als ein Besoffener. Vor ein paar Tagen, da war ich fischen und sah eine Leiche im Fluss treiben. Arme und Beine verstümmelt. Sie muss von weiter flussaufwärts gekommen sein. Ich wusste nicht, was tun, also brachte ich sie zum Friedhof. Es tut mir leid. Ich muss das letzte markieren, aber... Schauplatz. Noch zwei Schauplätze. Scheiße. Welcher fehlt mir dann? Super. Bitte, helft mir! Mein Weib ist verschwunden. Sie war gerade vom Metzger gekommen, doch als ich nach oben ins Schlafgemach ging, war sie fort und alles war voller Blut. Es ist bestimmt ihres. Bitte, helft mir! Kann ich nach oben gehen oder so? Nee. Okay, dann muss ich wohl... Ja, da. Ich will nur Arbeit. Ich tue niemandem was. Was wollt ihr? Ich muss arbeiten. Wird ja komisch. Mord? Irgendein Spinner kam vorbei und faselte etwas von einer Leiche. Mehr weiß ich nicht. Aber wie wär's mit frischem Schweinefleisch? Mein Gehilfe löst es euch perfekt aus. Er ist etwas langsam im Kopf. Er kam vor ein paar Wochen und suchte Arbeit. Aber ich sage euch, der Junge hat Talent. Ein Talent, das mir endlich etwas mehr Zeit zum Angeln verschafft. So, letzter Beweis. Datenbank. So, dann gucken wir die Datenbank durch. Thank you.
Halt. Anstatt einer, der ist entlasten. Der muss ein Psycho sein, wieder ein. Der immer eine Taste im Schrank hat, gut zu wissen. Thank you.